Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Glück oder Können. Richtig, Ben ist Ben. Heute, heute ist 19:30 Uhr. Ich bringe um 18:30 Uhr, habe ich ja gebracht, richtig. Plants vs. Zombies oder Pflanzen gegen Zombies. Jetzt gibt es mal wieder eine Runde Stumble Guys. Wir gehen aber gleich als allererstes mal in den Laser Dash rein. Ob es gut ist, wir hatten den Modus schon mal, aber wir nehmen den mal mit, oder? Ja, komm, okay. Laser Dash. Es war nicht meins, aber wir machen es mal. Lange Rede, kurzer Sinn. Abonnieren nicht vergessen, schreiben, Kommentare aktivieren und los geht's. Okay, Turbo Tempel, das ist jetzt nicht Laser Dash. Wir haben hier noch einen Modus, ich verstehe ihn aber nicht ganz. Lassen wir uns mal überraschen und los. Achso, ja, fahren tun wir von alleine, müssen gar kein Gas geben. Sehr schön, habe ich immer falsch gemacht. Ja, ich bin davon immer ausgegangen. Eigentlich ist dieses Fahrzeug echt gut, auch wenn ich gerade komplett hänge. Und mal gucken, ob ich hier weiterkomme. Ich kapiere den Modus nicht. Da ist irgendwas SKB-Modus. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein neuer Modus. Lassen wir uns mal überraschen. Ich sage euch auch gleich nachher, wie er heißt. Am Ende. Ja, ich bin doch alt. Ich bin doch alt. Ich bin doch mit einer der ältesten Gamer Deutschlands. Ich weiß, von uns gibt es trotzdem viele. Ja, alte Säcke, die Game gibt es eine Menge hier auf YouTube. Ja, richtig. Was laber ich denn? Aber trotzdem, ich gehöre schon zu den ältesten. What the hell? Wie bin ich gerade gejumpt? Ich habe vergessen, dass ich den Turbo hab. Oh, guck mal, man kann an der Wand lang fahren, wenn man genug Turbo hat. Nice. Ja, also, ich habe das schon mehrmals gespielt und komm, jetzt ist drauf, ne? Ah, komm, ich habe noch kein Turbo. Boot dich auf. Turbo, lade dich auf, du. Ich brauche gleich Turbo. Okay, letzte Round, Round 2. Also, es kann sein, dass ich Zweiter bin. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, Mist, er hat den Turbo mitgenommen. Das war sehr schlau von ihm. Dafür hat er den hier nicht. Den hab ich. Ja, ich glaube, wir runden schon, Leute. Scheiße. Ah, schön gegen die Mauer. Yes, Baby, dann nehmen wir den hier noch mit. Oh ja, ich bin Erster oder Zweiter. Ist gar nicht mehr so schlecht. 16 können sich qualifizieren. Was? Nee. Hä? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Modus ist. Ich bin ehrlich zu euch. Ich habe absolut keinen Plan, was für ein Modus das ist. Qualifizieren können sich 16. Ja klar, natürlich. Das ist Standard eigentlich, ne? Ich bin gerade so blöd, ey. Fragt mich nicht. Ich bin gerade so geistig zurück. Aber ich glaube, ich mache den Run meines Lebens gerade in dem Game. Deswegen, der Monster Truck ist der beste, den ihr kriegen könnt. Mit Turbo ins Ziel qualifiziert. Ich bin der Erste. Erster. Guckt euch das mal an. Wir sind Erster, verdammt nochmal. Yo, ich war noch nie so gut in dieser Runde. Ja, irgendwie ist das ein komisch anderer Modus, aber er spielt sich bis jetzt wie der normale. Wir machen natürlich auch gegen Ende nochmal Laser Dash, auf jeden Fall. Kriege ich den Mauszeiger nicht weg. Sehr schön, so muss es sein. Aber ja, ich glaube, es dauert noch, bis wir alle im Team sind. Wir haben ja zuletzt noch welche überholt. Sehr schön, überround. Ja, wenn wir schon mal hier so gemütlich quatschen, lasst doch mal ein Abo da. Schreibt das in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Ich habe gehört, das ist kostenlos. Und ihr wisst, ob Like oder Dislike, es hilft, den Algorithmus zu pushen. Und wenn ihr Algorithmus pusht, werde ich besser angezeigt. Ich habe mich gerade versprochen wieder, tut mir leid. Und jetzt 16. Nice. Kanonenball Chaos. Oh mein Gott. Das war die Karte zu dem eigenen Modus. Nee, das war eine veränderte Karte. Wie war das? Keine Ahnung. Mal gucken, ob wir jetzt ins Finale kommen. Bei meinem Glück, nein. Oh, guck mal, ich kam hier rauf. Das hat mir jetzt nicht sehr viel gebracht. Ja, wir scheiden jetzt aus, das ist nicht böse gemeint, aber wenn man so einen beschissenen Start hat, dann weiß man, dass man nicht weiterkommt. Es reicht nicht im Halbfinale. Yo, ich komm noch. Mann, wow. Oh, läuft gerade echt beschissen. Bringt aber auch gar nichts mehr, gerade wenn das Pendel drauf ist. Schaffen wir es uns noch zu qualifizieren? Nein, jetzt sind wir ohne Scheiß, oder? Ja, komm, run! Oh mein Gott, ich hab Panik bekommen, weil er auf einmal auf der Stelle ging. Also, geht, auf der Stelle geht. Ja, Rush Hour, yes, baby, mit einem meiner beliebtesten Karten. Nee, finde ich gar nicht so schlecht, bin nur scheiße hier drin, aber egal. Aber ansonsten finde ich die Karte eigentlich echt gut. Mein Problem ist einfach, ich weiß nicht, wann jump ich doppelt, wann nicht. Bis jetzt ist ja alles nur sehr easy. Bam 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 b
Ja, ich habe gerade eine ganz beschissene Kameraansicht, aber da kann ich den Sprung ein bisschen besser einschauen. No way! Wie? Ich bin der Zweite, der rausgeflogen ist. Wie viel gibt's denn hier drin noch? Egal, wir machen nochmal von vorne, weiter geht's. Ja, so viele, bis einer rüber ist. Ja, ich weiß. SK... SGK Bricks. Was ist SGK Bricks? Der Gewinner bekommt alles. Zeig deine Fähigkeiten und überhole... Nee, und über... Ja, ich weiß, ob Glück oder Können, weder im Lesen noch in irgendwas. Ach, die Runden, die ersten beiden Runden sind immer gleich. Die letzte wird gewürfelt. Der Gewinner bekommt alles. Zeig deine Fähigkeiten und überlebe. Als letzter Stampler in dieser Reihe von Eliminierungskarten. Siege oder besiegt werden. Man kriegt doch trotzdem nur eine Krone. Hä? Den Modus finde ich jetzt ein bisschen doof. Aber einmal machen wir den noch und dann gehen wir auf das hier. Los geht's. Turbo Tempel. Wer hätte das gedacht, nachdem wir die Regeln gelesen haben? Ja. Das ist die erste Karte, die immer kommt. Und die zweite Karte, die immer kommt, war die Chaos Bo. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. SGK, aber sonst finde ich den Modus persönlich blöd. Ich verstehe noch nicht ganz. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Findet ihr den Modus gut? Aber hiernach machen wir auf jeden Fall ein bisschen Laser Dash, auch wenn ich das auch nicht mag. Und ich merke gleich immer, wenn ich den Monster Truck hier habe, habe ich ein gutes Fahren. Habe ich ein gutes Fahren, Deutsch, ne? Kann ich gut mitfahren, gutes Handling, trotz Wackeln und alles lässt er sich gut steuern. Habe ich ein anderes Fahrzeug, komme ich nicht so gut klar. Richtig geil, ey. Erinnert mich so ein bisschen an so einen Kanickel, du hast das Jumpen so. Bam, bam, bam. Und bam. Oh, scheiße, nein. Ah, das war so gut. Wo hänge ich denn? An der Tempelmauer. Komm schon, Mann. Ja, es geht hier nicht um Erster zu werden, aber trotzdem, das war ein guter Run und dann bleibe ich an der Tempelmauer hängen. Verdammt nochmal, was soll das? Okay. Ich fahre auch sehr wackelig, das stimmt. Boah, meine Angst ist wirklich, dass ich DL nicht höre. Ich weiß nicht, wann die bei uns kommen. Bin da nicht sehr safe. Weil ich bekomme da was für unseren RC-Bruder-Kanal. Und endlich meine Neubestellung von Holy. Bis jetzt ist Holy gut. Schmeckt mir auch extrem klasse. Ich hoffe, die Qualität bleibt so, weil ich bin ja jahrelang bei Level Up dabei gewesen. Also nicht persönlich, sondern als Kunde. Und habe dann gemerkt, umso größer die wurden, umso mehr sie mit Stars Werbung gemacht haben, umso schlechter wurde die Quali. Nein, nicht schon wieder. Komm, ist doch gut. Nein, ah, fahr. Mann, das... Oh. Ja, das Stumpelgeist, das müsst ihr unbedingt ändern. Ich finde das ja echt toll. Ich feiere das hier, ohne Scheiß. Aber man kann doch nicht an so einem Gegenstand so hängen bleiben. Doch, kann man schon, aber es nervt. Oh, das habe ich nicht gemacht. Ah. Er will doch unbedingt Erster bleiben. Nein, ich bin Erster. Geh weg. Geh mir aus dem Weg, Blitzi. Ich bin Erster. Nein, leider nicht mehr. Scheiße. Ja, genau. Ich drück seit 10 Minuten auf Springen. Er macht's nicht. Ja, es kommt nicht darauf, ein Erster zu werden. Zweiter ist auch ganz okay. Ja, ist schon gut. Aber Erster ist besser. Ja, und ich habe dann gemerkt, dass bei Level Up die Qualität mächtig nachgelassen hat. Ich habe da wirklich gefeiert. Damals Galaxy. Es hat so geil geschmeckt. So lecker. Jetzt ist es nicht mehr so. Und es soll ein Bärengeschmack sein, der damals definitiv nicht da war. Schmeckt wirklich komplett anders. Und... Bah. Ja, und dann habe ich auch ausprobiert Just Legends. Muss dazu sagen, ja, also die Milkshakes feiere ich. Die feiere ich wirklich. Der Rest schmeckt mir auch nicht. Und ich muss auch zugeben, so wie die anderen, die dafür bezahlt werden, sagen. Ich hoffe nicht nur, weil sie bezahlt werden dafür. Ich hoffe, die trinken das wirklich privat. Cannonball Chaos, genau. Und dann kommt irgendeine Random-Karte. Also ich meine, ich hoffe, die trinken das auch wirklich privat und nicht nur, weil sie dafür bezahlt werden. Und ich muss sagen, ja, Holy schmeckt wirklich bis jetzt richtig gut. Sonst hätte ich mir jetzt nicht schon, also ich hatte eine Probebestellung, dann hatte ich, also die Pakete, ne, die ihr auch immer empfohlen kriegt für den Anfang. Dann hatte ich mir geholt, oh fuck, das geht nicht. Ah Mann, ist doch gut, du hast mich mein zweimal, ah! Jetzt kommt wieder der alte Mann durch und ich muss mich aufregen, es tut mir so leid. Ich wollte aber noch nicht ausscheiden, ich wollte noch eine Runde hier, ne, bis ins Finale, aber... ja, und dann habe ich mir geholt Peach Bender. Was ist? Mann, ich sehe doch nicht mal was. Ich krieg alles ab, das ist Mobbing. Okay, wir scheiden jetzt auf jeden Fall aus, weil wenn man so weit hinten ist, die Karte ist einfach eine Mobberkarte. Das ist so, ist nicht witzig. Aber ist okay, ich hab das schon. Warum bin ich hier lang? Keine Ahnung. Es funktioniert. Ja, okay, ich scheide aus, schade. War lustig. Nein, oh mein Gott, wir kommen weiter. Geil, wir sind Sechster. Würde ich eigentlich sagen, bis jetzt schmeckt es echt gut. Da habe ich mir Peach Penta geholt und Raspberry Vanilla. Lavaland. Ja, und dann habe ich mir gesagt, diese Raspberry Vanille geholt. Muss aber sagen, es schmeckt nicht so, wie es riecht und was draufsteht, aber es schmeckt gut.
Und jetzt habe ich mir nochmal geholt von den Raspberry Vanille, habe ich mir nochmal zwei geholt. Und habe mir dann nochmal das neue geholt, zweimal von Eistee. Und habe mir natürlich nochmal eine neue Sorte geholt. Welche waren das jetzt? Ich glaube, das Kokosnuss. Nee, was habe ich. Nee, fuck. Nein, nein. Oh mein Gott, Hilfe. Super, ich bin raus. Nein. Wow, cool. Die neue Sorte von dem Energy. Und dann auch von der neuen Eistee-Sorte zweimal. Und ja, bin gespannt. Nein! Ah, ich habe mich selber rausgehauen. Okay, komm, raus hier. Also, wir machen heute doch nicht Laserdash. Ich habe mal diesen SGK ausprobiert. Das haben wir auch in Videolänge zusammen. Es reicht auch, um euch zu nerven. Ich will euch nicht überstrapazieren. Ja, wie gesagt, bis jetzt ist Holy sehr lecker. Mal gucken, wie die neuen Sorten sind. Der neue Eistee. Ich überlege immer, wird das so ausgesprochen? Dann zögere ich. Und dann kommt dieses Gelalle raus. Es tut mir so leid, mein Hirn ist so alt. Mal gucken, wie das schmeckt. Weil, wie gesagt, die beiden, die ich habe, die schmecken mir echt gut. Peach Panther oder wie das heißt, also der schwarze Panther mit dem Pfirsich-Aprikosen-Geschmack und der Raspberry-Vanille. Und bis jetzt bin ich zufrieden. Mal gucken, wie lange, ob die auch irgendwann ihre Mischung ändern. Schade um Level-Up, das war schon nicht schlecht. Egal, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Abo nach oben da, schreibt es in die Kommentare, wird die Glocke. Ich habe Glück oder Können, bin hier mit raus. Peace. Ja, jetzt wirklich.